Guten Abend. Liebe Zuschauer, hier im Studio und zu Hause an den Empfangsgeräten begrüßen Sie Volker Wiebrecht, den Spitzenkandidaten meiner heutigen Sendung, direkt aus Berlin. Kommen Sie, mein Lieber, ganz Deutschland wartet. Lassen Sie uns spielen. Sie konzentrieren sich, merken sich alle Dinge und ich sage, bitte Band ab. Schauen sich die Sachen genau an, merken sich die Sachen. Da kommt zum Beispiel Hoss von der Cartwright Family. Haben Sie Bonanza geguckt früher? Nicht so gern, das waren ja vier Schwule ohne Mutti, das habe ich nicht gerne gesehen. Dann kommt da ein Yps-Heft. Also dieses Informationsheft von der Plastikmüll-Sonderindustrie. Haben Sie nie gelesen? Nein. Auch die Gimmicks nie gesammelt? Die gingen montags immer kaputt. Könnte ich mich vielleicht auch mal eine Sekunde auf das Band konzentrieren? Da kommt ein Pudel. Was halten Sie denn von Pudeln? Gar nichts. Da bin ich ganz der Meinung der Franzosen. Die haben in den 50er Jahren noch den Pudel zur Kanalisationsreinigung gebraucht. Unfrisiert. Da kommt eine Dose Slime. Und das Fragezeichen. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Helfen Sie Volker Wiebrecht. An welche Dinge können Sie sich erinnern? Schauen Sie in das Lexikon der verschwundenen Dinge von Volker Wiebrecht. Und Roberts Kopien.